darf vorab bekannt geben, dass hier vereinbart wurde, aufgrund der Distanz, dass ich meine Maske beim Sprechen abnehmen darf und hoffe auf Ihr Verständnis diesbezüglich. Ja, sehr geehrte Frau Opitz, die heute in Stellvertretung unserer Oberbürgermeisterin Frau Malz-Schwarzfischer hier anwesend ist, sehr geehrte Frau Hoffmann-Johnson aus Braunschweig angereist, ganz interessant, heute Kultur Regensburg-Braunschweig, morgen spielt der Jahr in Regensburg gegen Braunschweig, dann duellieren Sie sich. Also intensive Beziehungen zwischen Regensburg und Braunschweig. Ja, sehr geehrter Herr Rosner, Herr Scholz, sehr geehrte mitwirkende Künstlerinnen und Künstler, sehr geehrte Professorinnen und Professoren und Dozenten, liebe Gäste heute bei der Eröffnung des Festival Fotografischer Bilder 2020. Ich bin sehr froh und glücklich, dass diese Veranstaltung heute stattfinden kann. Nicht selbstverständlich, aber ich weiß, dass die Veranstalter alles Menschenmögliche dafür getan haben, was Hygienevorschriften anbelangt, damit wir auch hier heute eine Präsenzveranstaltung abhalten können, hier im Kunst- und Gewerbeverein. Wir als Kulturreferat der Stadt Regensburg freuen uns natürlich sehr, das Fotokunstfestival nach seiner erfolgreichen Premiere im Jahr 2017 auch in der zweiten Runde als Kooperationspartner begleiten zu dürfen. Das Festival fotografischer Bilder trägt maßgeblich dazu bei, und davon können Sie sich selbst die kommenden Wochen überzeugen, dass Regensburg mehr und mehr zu einer Stadt der Fotografie wird. Regensburg ist während des Festivals Gastgeber von internationalen Größen und Newcomern, setzt sich fachlich fundiert in Vorträgen mit der Fotografie auseinander und macht sich durch Kooperationen mit Hochschulen für den Nachwuchs stark. In einem absolut gelungenen Podcast werden sowohl Laien als auch Profis als auch Kulturreferenten dazu angehalten, Fotografie neu zu denken. Ein solch international aufgestelltes Festival mit einer umfangreichen Hauptausstellung, einem groß angelegten Symposium und einem vielfältigen Rahmenprogramm verlangt wirklich viel Herzblut. Deswegen geht mein großer Dank an die beiden Herren, die hier so ganz bescheiden im Hintergrund sitzen, nämlich die beiden Organisatoren des Festivals, Martin Rosner und Andi Scholz. Vielen herzlichen Dank. Ich wurde im April 2019 zum Kulturreferenten gewählt und ungefähr zwei Wochen später lag auf meinem Schreibtisch in Amberg ein Konzept des Festivals fotografischer Bilder. Sie erinnern sich wahrscheinlich. Und dann kam auch gleich die Aufforderung für ein Telefonat, ob der zukünftige Kulturreferent denn auch dieses Festival unterstützen würde. Und ich habe dieses Konzept gelesen, das waren, ich schätze mal, 20 Seiten, feinlichst ausgearbeitet, also wirklich, man hat gemerkt, da haben sich Menschen sehr, sehr viel Gedanken gemacht und eben auch dieses Herzblut, das ich soeben erwähnt habe. Und von daher war es für mich selbstverständlich, dass dieses Festival fortgeführt werden muss und nicht nur als eine zweite Runde, sondern wir müssen es definitiv auch in die Zukunft weiterdenken, denn speziell in Zeiten von einem achtlosen Drauf-Los-Fotografieren, wo es Menschen gibt, die, was weiß ich, 12.000, 15.000 Bilder auf ihren Handys haben und einfach nur immer drauf losknipsen, ist es wichtig, einfach den Leuten den Blick und die Kunst der Fotografie zu vermitteln, und das finde ich ein ganz beachtliches Konzept, und ich persönlich freue mich eben über diese Internationalität, die dieses Festival nach Regensburg bringt. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir in Zukunft das Festival sogar internationales Festival fotografischer Bilder nennen könnten. Ja, in enger und vertrauensvoller Kooperation waren und sind wir natürlich auch im stetigen Austausch hier mit dem Kulturamt. Deswegen danke ich an dieser Stelle meinem Team aus dem Kulturamt und ganz besonders der Frau Hanna Belkova für die engagierte Betreuung dieses Projektes. Vielen herzlichen Dank. Ein ebenso großer Dank geht an den Kunst- und Gewerbeverein, hier stellvertretend an den ersten Vorsitzenden, Herrn Dr. Georg Haber, der dafür sorgt, dass die großartige Hauptausstellung Höher, Schneller, Weiter in den drei Wochen der Festivaldauer hier eine Heimat findet. Leider heute niemand anwesend aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl,
Aber ich finde trotzdem auch, dass es einen großen Applaus verdient hat für die Unterstützung des Kunst- und Gewerbevereins hier. Meinen weiteren Dank möchte ich an alle Beteiligte und helfende Hände aussprechen, die es ermöglichen, das Festival fotografischer Bilder trotz der Herausforderungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu veranstalten. Denn gerade in solch schwierigen und unbeständigen Zeiten ist Kunst und Kultur von besonderer Wichtigkeit, sei es als Seelentröster, als Augenschmaus oder aus purer Freude am Schauen und Entdecken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen aufregende, abwechslungsreiche und erhellende Festivaltage. Vielen Dank. Also nochmal schönen guten Abend an alle, die es sich getraut haben, hierher zu kommen. Vielen Dank fürs Hiersein. Vielen Dank an die Stadträtin Frau Gabriele Upitz, dass Sie das Grußwort sprechen, nicht das Grußwort, sondern das Festival eröffnen. Vielen Dank Herrn Kulturreferenten Wolfgang Dersch für die schöne Einführung. Das freut uns natürlich sehr für das Grußwort. Das Festival Fotografische Bilder findet jetzt zum zweiten Mal erst statt, hat aber schon eine Geschichte. Und zwar geht die los 2016, wie der Herr Dersch schon erklärt hat, hat die Stadt beschlossen, dass sie zur Stadt der Fotografie werden möchte. Und dazu gab es einen Kulturausschussbeschluss und wir haben das sofort aufgenommen und damit angefangen, die Stadt zu nerven, mit uns zusammen das zu machen. Und es hat bis jetzt gut funktioniert. Das erste Festival hat dann 2017 stattgefunden. Und wir haben, wie Sie es ja mitbekommen haben, dann den Herrn Dersch gleich angefangen, sofort hinterher zu nerven, damit ein weiteres Festival stattfinden kann. Also vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank für die Unterstützung vom Kulturamt, von der Hanna Belkova, die uns jetzt seit 2 Jahren ertragen muss mit täglichen Telefonaten. Liebe Hanna, vielen, vielen Dank, dass wir jetzt heute Abend hier stehen können. Dankeschön. Aber so ein Festival könnte natürlich nicht funktionieren, wenn die Referentinnen und Referenten und vor allen Dingen die Künstlerinnen und Künstlerinnen uns nicht unterstützen würden, meistens so gut wie unentgeltlich hier unser junges, kleines, schnuckeliges Festival, das jetzt dann international wird und eigentlich schon immer war, auf die Beine zu stellen mit einer tollen Hauptausstellung, mit tollen Vorträgen beim Symposium. Und in dem Jahr haben wir das große Glück, dass sowohl von universitärer Seite durch den Lehrstuhl der Medienwissenschaft vom Herrn Professor Dr. Dotzler, der jetzt heute Abend leider nicht hier sein kann, aber ein Team von Studentinnen und Studenten uns mitgeholfen hat, die Ausstellung aufzubauen. Hier, Sie sehen es ja, die Betreuung rundherum, das hat perfekt funktioniert, sonst wäre das so alles nicht möglich gewesen. Deswegen danke an den Leo Brückmüller, an die Eva Gerstner, die Luisa Helfrich, die Miriam Meyinger, die Christin Meyer, den David Ring, die Lea Sophie Rode, den Bjarne Schwebke, die Anna Schultes, die Ronja Tomsu und die Annika Trassel-Wilterius. Ich würde gern auf meinen Fingern pfeifen, aber das geht jetzt mit Maske nicht, genau. Jetzt habe ich genug gesagt, Andy. Warum braucht es überhaupt ein Festival noch der Fotografie? Ja, ich weiß gar nicht, haben wir jemals durchgezählt, wie viele Festivals in Deutschland? Nee, haben wir nicht, weil wir haben gedacht, okay, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das, Herr Dersch hat es schon so schön gesagt, weil wir beide die Fotografie lieben, weil wir beide Fotografen sind, weil wir beide uns gerne Kunst angucken und das ist genau der Punkt, wo es dann interessant wurde für uns, dass wir eben kein Festival wollten, was nur Foto, das ist jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht für diejenigen, die sich nicht ganz so auskennen vielleicht, aber es ist halt, es gibt halt unheimlich viele Festivals, die, man nennt das immer unter der Fotoszene, Foto machen. Also reine Fotografie in Anführungszeichen. Und wir haben aber immer schon uns dafür interessiert, wo sind denn die Schnittmengen, wo ist denn der Tellerrand, wo geht es denn in Dinge rein, die nicht nur reines Abbild sind, sondern
vielleicht ein Bild von etwas anderem ist oder etwas anderes erzeugen. Das werden wir nachher auch noch hören bei Frau Hofmann-Johnson, die einen schönen Vortrag gleich halten wird. Das ist auch der erste Symposiumsbeitrag sozusagen. Und so haben wir das Festival auch eben nicht Fotofestival genannt, das steht hier zwar so drauf, aber wir haben es dann Festival fotografischer Bilder genannt, weil es um die Bilder geht, die aus einer fotografischen Technik, einer optischen Technik, einer lichttechnischen Verwertung entstehen und all das, was da noch so mit reinkommt. Das kann dann auch in den Raum gehen, werden wir gleich noch hören. Und all diese Dinge, die Sie in dieser Ausstellung dann hoffentlich entdecken werden. Da ist natürlich auch die Reportage dabei oder das Dokumentarische und so weiter. Oder das, natürlich das schwarz-weiße Bild, aber eben auch darüber hinaus. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das noch weiter vorstellen kann, weil Corona hat auch da ganz viel gebremst, was die Mitarbeit, was das Arbeiten mit den Künstlern angeht. Wir haben dann immer entschieden, ja, wie machen wir das jetzt? Dann konnte ich nicht nach Berlin fahren, die Bilder abholen von Miriam Böhm zum Beispiel. Dann hat sie irgendwie geguckt, was können wir dann machen, was kann ich denn schicken? Und hat uns dann ein Paket zusammengestellt. Die sind dann nicht gerahmt gewesen. Dann haben wir es aber dann kurzerhand einfach als Prozess empfunden und als Skizzen gesehen. Und das werden Sie dann vielleicht nachher, wenn Sie durchgehen, nochmal sich genauer anschauen. Und gerade in diesen Tagen, denke ich, ist es schon noch wert zu sagen, warum Fotofestival, weil natürlich die Fotografie und fotografische Bilder eigentlich das wichtigste Leitmedium des 20. Jahrhunderts und vor allen Dingen jetzt des 21. Jahrhunderts sind, gerade mit der Verfügbarkeit, der überall Verfügbarkeit, der Allgegenwärtigkeit, die wir es ganz bewusst falsch genannt haben für alle Germanisten unter Ihnen, das ist Absicht, dass das Wort falsch ist, um eben auf diese Reibeflächen, auf diese Besonderheiten hinzuweisen. Und deswegen war es wichtig, dass dieser Teil auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Es war jetzt nicht nur wichtig, uns Fotografinnen und Fotografen einzuladen, sondern wir wollen aus ganz verschiedenen Richtungen draus schauen. Natürlich aus künstlerischer Sicht, aber eben genauso auch aus soziologischer Sicht, aus philosophischer Sicht, aus Personen aus dem Kulturbetrieb, Museum, Galerien, alle sollen ihren Beitrag zu dem Thema fotografische Bilder leisten, um da über diesen berühmten Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist, glaube ich, schon so eine Besonderheit, die dieses Festival hat und sicher weiter auch haben wird. So hoffen wir, ja. Genau. Also der Herr Dersch hat schon darauf hingewiesen, das Festival, das ist ja der Witz von einem Festival, besteht eben aus verschiedenen Elementen dieser Hauptausstellung, dem Symposium, das heute Abend mit dem Vortrag von Frau Hofmann-Johnson beginnt, morgen fortgesetzt wird im leeren Beutel und auch am Samstag weitergeht. Und auch am Sonntagabend haben wir noch einen extra Rahmenprogramm-Vortrag von Nora Klein und Susanne Fröhlich, die auch ein sehr spezielles Thema beleuchten werden. Den Flyer haben Sie schon bekommen, sodass wir auch hier ganz viele verschiedene Aspekte ins Boot holen wollen. Ne, bei Nora geht es dann um die Sprachlosigkeit, ne, was die Bilder bewirken können, was man eben nicht sagen kann. Gut. Vielen Dank. Haben wir alles erwähnt? Ja, ich denke. Das ist es. Danke schön. Vielen Dank. Es ist doch mal was Neues, sowas zu erleben. Also man kann ja alles negativ sehen. Also ich denke mal, sehen wir es doch heute mal positiv. Wir dürfen uns alle treffen und da können wir ja mal diese Einschränkungen ertragen. Es gibt schlimmere Einschränkungen. Also positiv denken. Ja, sehr geehrter Herr Dersch, sehr geehrte Frau Hofmann-Johnson, die beiden, der Herr Rosner, der Herr Scholz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich natürlich, heute das Festival fotografischer Bilder 2020 eröffnen zu dürfen. Und im Namen der Stadt Regensburg heiße ich Sie alle sehr herzlich willkommen. Die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder, das ist in diesem Jahr das Leitmotiv des Festivals. Dabei wird man sich in Bildern und Worten die Fragen stellen, warum fotografieren wir? Was fotografieren wir? Wie viel wurde schon
in Anführungsstrichen kritisiert? Und was macht das mit uns und unserer Wahrnehmung? Wie ist dabei der Einfluss auf die Gesellschaft? Das ist eine anspruchsvolle Themenstellung und sie zeigt deutlich, welche allumfassende Relevanz Kultur, Kunst und Fotografie natürlich auch besitzen. Die Fotografie hat die Kraft, uns alltäglich zu begeistern und zu faszinieren. Sie schafft es, uns Dinge zu zeigen, die sonst vielleicht im Verborgenen bleiben. Auch deswegen hat sich die Fotografie als eine, wie es immer ist, wenn es etwas Neues gibt, oft belächelte Gattung und nur als Hilfsmittel der Malerei zur Verfügung stehend entwickelt. Es hat sich zu der Kunstform entwickelt, die unser Alltag wohl am meisten prägt und mitbestimmt. Das wird sicherlich hier in dem Symposium deutlich werden, sicherlich auch in der internationalen Hauptausstellung und dem Partnerausstellung. Diese verteilen sich, wie es schon mal war, in anderen Spielorten, im Deetz, im Neuen Kunstverein, im Andreasstadel, im Thun-Dittmar-Palais. Und sie sind über die ganze Stadt verteilt und lassen Regensburg für ein paar Wochen lang zum Zentrum der Fotografie werden. Das Festival fotografischer Bilder schafft es mit einem unermüdlichen Einsatz, den Sie ja, kann ich mir vorstellen, geschaffen haben, ein internationales nach Regensburg zu bringen. Das ist ja nicht so einfach, bei diesen Corona-Bestimmungen noch mal schwieriger. Und es bietet ja auch den hiesigen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, die Arbeiten einem großen Publikum zu zeigen. Es ist ihnen gelungen, den Initiatoren, Organisatoren und Leitern, ich darf es noch mal sagen, Herr Martin Rosner, Herr Andi Scholz, in unserer Region einen Raum für Austausch der Szenen untereinander zu schaffen. Aber auch die Fotografie selbst im Dialog mit dem Publikum sprechen zu lassen. Ich darf noch erinnern, der Herr Dersch war da noch gar nicht in Regensburg. Das ist nämlich auf unser Bohren. Machen wir doch mal einen Antrag im Kulturausschuss. Machen wir doch mal einen Antrag im Kulturausschuss. Ich glaube, das sind schon 12 Jahre vergangen. Also fast eigentlich. Also es hat dann doch geklappt. Und jetzt darf ich schließen. Ich habe es jetzt nicht gehört, wenn jemand das kritisiert hat. Ich möchte jetzt schließen mit einem Zitat eines Franzosen, der es mir sehr gut gefällt. Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut. Ich wünsche in diesem Sinne Ihnen und uns viel spannende und intensive Stunden beim Festival Fotografischer Bilder 2020. Recht vielen Dank. Höher, schneller, weiter heißt die Ausstellung, unsere Hauptausstellung. Letztes Mal hieß sie Nirgendwo und überall. Das war noch ein bisschen in dieser Idee noch stärker vielleicht, ich weiß es nicht, aber höher, schneller, weiter ist ja auch irgendwie so ein Superlativ. Da haben wir ja plötzlich irgendwie die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, der Zufall, die Banalität, die Gleichgültigkeit, die Beliebigkeit von fotografischen Bildern. Das, was wir ja jetzt alle erleben, jeder, der ein Smartphone hat und möglicherweise bei Instagram ist oder bei Facebook ist oder sonst irgendwo, erlebt ja diese Flut von Bildern. Das ist immer so ein schönes Wort gewesen, die Bilderflut und die Angst davor. Obwohl Stefan Gronert in meinem ersten Podcast schon gesagt hat, irgendwie, das hat es auch in den 50er Jahren schon gegeben, dieser Gedanke, wie viele Bilder kann ein Mensch ertragen. Das erinnert mich dann auch immer daran, an die Filme von Lokomotiven, wo dann die Leute rausgerannt sind, die ersten Schwarz-Weiß-Filme, die dann einem entgegenkamen, weil man es irgendwie nicht fassen konnte, vielleicht. Leider ist Bernhard Dostler jetzt nicht da, der kurzfristig verhindert, aber Martin hat es ja vorhin schon die Allgegenwärtigkeit so ein bisschen angedeutet. Und Bernhard Dotzer hat in dem Podcast, den ich mit ihm gemacht habe und in dem Gespräch mit Martin, also Martin hat das Gespräch geführt hier in Regensburg live, dann hat er mir die Dateien geschickt, ich habe das als Podcast zusammengebaut in Essen, habe die Fragen nochmal eingesprochen
Und da hat er das irgendwie nochmal so reinterpretiert mit der Allgegenwärtigkeit, nämlich ist ja sprachlich falsch, muss ja die Allgegenwart heißen. Allgegenwärtigkeit ja, gibt es ja nicht als Begriff sozusagen. Aber für Dotzer war das inhaltlich und subtil auf den Punkt gebracht, denn es geht um die allumfassende Gegenwärtigkeit fotografischer Bilder in unserem Alltag. Kommen wir zum Schwerpunkt der Hauptausstellung, in der wir hier gerade stehen. Hier ist der Saal 1, wird von hier gezählt, 1, 2, 3, 4 und 4 Räume. Sind eben die statischen und bewegten Bilder, denen fotografische, optische und lichttechnische und computergesteuerte Verfahren zugrunde liegen. Bilder und Fragmente, in denen künstlerische Grenzen verschwimmen, bildnerische Übergänge verschmelzen und haarscharfe Trennungen nicht stattfinden. Wir haben 14 international tätige Foto- und Kunstschaffende eingeladen zu dieser Ausstellung, sowie zwei Hochschulen, nämlich die Hochschule Mozarteum aus Salzburg auf der einen Seite, unter der Leitung von Olaf Unverzahnt, der auch im Publikum sitzt und auch Teil der Ausstellung ist, und auf der anderen Seite die Cambridge School of Art in der Anglia Ruskin University in Cambridge, unter der Leitung von Kerstin Hacker, die auch in der Ausstellung zu sehen ist. Leider konnten die Studierenden alle nicht da sein, das wäre natürlich sensationell gewesen, war auch eigentlich so geplant, als wir angefangen haben, Januar, Februar, und dann ging es aber plötzlich los und wir mussten alles ändern. Ich wünsche viel Spaß bei der Ausstellung.